So, Chat, jetzt sind wir unter uns. Ah, ne, Quatsch, wird ja auch noch auf YouTube hochgeladen. Na, weißt du was, ich mach mal... Na, war nicht smart von mir. Ich mach noch mal eine Markierung vielleicht rein. Weil ab jetzt ist das unsere Aufgabe, den Shit quasi zu cutten. Und ich sag Bram Bescheid. Du kannst da einfach mal weiterspielen, wenn du willst. Ja, mach einfach mal. Aber wir sollten uns ja das... Ding, warte mal, können wir eigentlich reisen? Neue Karte gefunden, Limgrave Westen. Yo! Siehst du mal, jetzt sehen wir das etwas detaillierter. Weil wir die Karte gefunden haben. Können wir denn von hier aus traveln oder müssen wir dafür am Feuer sitzen? Ja, wir können immer reisen. Okay. Das habe ich bei Lost Ark schon falsch gemacht. Da habe ich gedacht, du kannst immer noch von Punkt zu Punkt. Wo kommst du denn her? Wie foggy das jetzt hier auch ist. Okay. Hello. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power. Wait, wer ist sie denn? To call forth a spectral steed named Torrent. Witch. Warum sollte ich dir sagen, ich kann das Spektralrohr nicht rufen? Das ist die Witch. Okay, die kenne ich aber noch nicht, oder? Ne, die habe ich auch gerade. Ich habe dich zur Kapelle teleportiert und dann saß die hier und meinte so, hey, komm mal her. Hä? Die hat wohl gehört, dass jemand mit dem Spektralrohr rumgeht und jetzt... Ja, ich kann nicht. As I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Ooh. Alter, die hat 4 Hände. Das sind die Wölfe. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the earth tree. The spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past, now it is thine to do with as thou wishest. Mit der Glocke eines Geisterrufers könnt ihr mit Asche verschiedene Geister herbeirufen. Das Herbeirufen. Oh, deswegen die Asche, die man am Anfang da mitnehmen konnte. Weißt du noch? Hier, das Item, was du auswählen konntest, war auch eine Asche. Ja, da war eine von diesen Vampir-Dingern. Ihr könnt immer nur einen Geistertyp auf einmal herbeirufen. In Mehrspielerpartien könnt ihr keine Geister herbeirufen. Aha, also PvP ist das. Nicht möglich. Okay, kann ich noch so ein bisschen Intrusion tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? No! Wir können nicht noch mal mit ihr reden? Wer geht in die Knie? Sie ist verschwunden. Sie mit ihren 4 Händen. Nee, so. Okay, da ist der Reiter. Ich wollte eigentlich nur hier hin, um das Handwerksding da zu kaufen. Wait. Weren't you? Well, you're back. Get. Ja. Ja, Werkzeugsatz. Was war das jetzt hier? Ach, das kann man sich angucken. Okay, mit dem Knochenpfeil. Knochenpfeil gefiedert, Knochenbolzen, Glühstein, geräuchertes, belebendes Fleisch. Weihwassertopf, Weihwassertopf mit Kordel, oh mein Gott. Eine Notiz enthält Informationen zu den Ruinen eines Wegpunktes. Bei einer Flasche der wundersamen Arznei. Okay. Okay. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent choice. Welche Warnung? Achso, wegen der Empfehlung. Mit dem Werkzeugsatz könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wählt immer hier über Objektherstellung aus, um Objekte herzustellen. Ja, okay. Das lernen wir aus gefundenen Rezepten. Um bestimmte Objekte herzustellen, braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Oh. Mhm. Ihr könnt nicht mehr diese Objekte herstellen, als euch Behälter zur Verfügung stellen. Diese Behälter werden bei Benutzung verbraucht, aber die Behälter bleiben erhalten. Was?
Diese Behälter werden bei Benutzung verbraucht, aber die Behälter bleiben erhalten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Die Behälter werden verbraucht, aber die Behälter bleiben erhalten. Kann sein, dass die da zwei Wörter benutzen? Ich glaube auch, das ist halt irgendwie keine optimale Übersetzung, würde ich sagen. Oder, also ich glaube, was sie sagen wollen ist, du stellst die Dinger her, zum Beispiel du packst da Feuerscheiße rein und dann bewirfst du jemanden mit der Feuerscheiße, die Feuerscheiße ist dann weg, aber der Behälter ist noch da. Ja, so würde ich das auch verstehen. Aber ganz weird formuliert, muss man sagen. Deswegen, du hast Feuertopf, Feuertopf mit Kordel, Knochenwurfpfeile könnte man jetzt schon machen. Eine Rosine. Fütter dies stumm, wenn für eine LP. Achso, damit kannst du dein Pferdchen wieder Leben geben. Ah. Platzieren. Erzeugt buntes Licht, das euch leitet. Das habe ich noch nie benutzt. Nee. Offenbart Koop und feindliche Rufzeichen. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Okay, pass auf. Langsam. Peter sitzt jetzt hier schon wieder so lange. Wo war denn die Höhle? War irgendwo hier. Da. Naja, ich würde sagen, die ist oben an der Felswand. Das da? Nee, weiter links. Weiter links hoch. Da, ja, da ungefähr ein bisschen niedriger. Da an der Wand. Da an der Wand ist die Höhle. Also das ist halt das Gebiet vom Network-Test, deswegen kennen wir das noch so ein bisschen, Chat. Der läuft so gierig. Wenn er rennt. Ja, hier links, Statue. Die fand ich super verwirrend im Network-Test. Ich habe keine Ahnung. Die habe ich nicht gesehen. Die sieht richtig weird aus, als wäre das ein Gegner. Ja, und die fingert da irgendwie so ein Gefäß. Führer und Torwächter, all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Was? Und der leitet dich. Ach, der leitet einen jetzt zu der Höhle. So hab ich die Höhle gefunden. Ich weiß nicht, ob der noch was anderes macht, aber... Oh. Ja, aber ist dann, also wie so Nebenquest-Zeug. Alter. Oh Gott. Der macht Auge, sagt Chat. Und wir hier einfach so runter? Ja, ne? Trinas Lilie, okay. Also Materialien gibt es viele. Mhm. Wirklich viele. Ich mag diese leuchtenden Blätter. Das sieht aus wie Funken oder Glühwürmchen. Ja, da sind wieder die Furzpflanzen, Viecher. Ja, aber die haben nicht viel gebracht. Aha! Was machen wir denn da, meine Herrschaften? Ist das genehmigt? Nein. Weg mit denen. Hallo? Machen die denn hier? Wieso buddeln die denn? Also. Erdenblattblume. Achso, das war das mit den Erb. Rechts zur Heidung, ja. Gönne dir. Die Rova-Frucht, geil. Rosinen, ich mag Rosinen. Ja, der Feuer trifft dich. Hä? Bevor du den triffst. Weil der da vorne hält? Ja, ja. Das ist ein Bitch-Move. Das ist immer... Die effektivste Abwehrmethode ist einfach so machen. Ja. Wow. Ist halt echt so. Und sich drehen. Kannst du das mal lassen? Sehr gutes Timing. Vernichten von Gegnergruppen. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Lol. Dann kommt so ein geiler, da hast du gerade diesen goldenen Schimmer gesehen, der in dich reinging. Ja. Ich glaube, das sagt das. Aber woher weiß ich denn, was eine Gegnergruppe ist? Was bist du denn? Nee, das weiß ich auch nicht. Das hat dich getrickst. Ich glaube, das ist nicht treffbar, oder? Doch. Da. Was ist das? Das sieht aus wie eine Mischung aus... Boah, dieser Blutsblätter, Junge. Oh.
Aber er hat nichts gegeben. Ah, also ich dachte, man kriegt wenigstens Materialien davon. Vielleicht hat man nur einfach kein Dropglück. Kann ja auch sein. Okay. Sturmfußkatakomben. So langsam wird es etwas tricky. Oh, wer bist du denn? Dumm. Oh shit, jetzt habe ich dich weggedrückt. Der ist aber auch neu. Bis die Zeit kommt und die Wurzeln euch rufen. Scheiße, was war dein erster Satz? Drück mal nix. Ein wahrer Tod bedeutet die Rückkehr zum Erdenbaum. Aha. Dankeschön, Fake Name 77 für den neuen Sub. Hallo und herzlich willkommen. Achso. Dankeschön, Indie. Ich wusste es, es sieht aus wie Bait! Alter, mein Herz. Mein Herz gerade komplett gerippt. Es hat so nach Bait gestunken. Oh. Warte mal. Das ist aber eine andere Höhle, als ich dachte. Das ist gar nicht die Wolfshöhle. Oh nee, die Höhle suckt. Wie die Höhle sagt. Ich gehe lieber in die Wolfshöhle. Ja, wie viel hast du verloren an Runen? Wir haben ja gerade das Ding gekauft. Kann nicht so viel gewesen sein. Warte. War nicht viel. Ja. Du wirst triggern. Alter. Ich glaube, da gehen wir noch nicht rein. Ich glaube auch. Die kommen mir vor wie in Dark Souls 3, die Typen mit dem, auch die sind auch so auf allen Vieren gelaufen, hatten immer so ein Messer in der Hand und waren in der Bibliothek unterwegs. Ja, stimmt. Weiß nicht mehr, wie die hießen. Aber so kommen die mir vor. Aber jetzt triggert die das nicht, oder? Die sind jetzt weiter vorne, genau. Aber das waren zwei. Einer ist links und einer, aber rechts war keiner. Wo ist denn der zwei? Der hängt an der Decke. Der steht genau vor dir, geradeaus. Ach so, ich dachte, das wäre irgendwie sowas wie eine Leiche. Ja, guck mal, wo so 314 gerettet. Ja, das hat es. Ja, okay. Ich weiß, wo die richtige Höhle ist. Links an der Dingens entlang. An der richtige Höhle. Hello, boys. Ah, oh, rewrite mit, ach so, mit dir auch. Und Dankeschön, Mr. Pizzabrötchen und Handballfreak und Like Emily. Pizzabrötchen. Und The Hyperion. Was ist das? Ist das ein Objekt? Ist das ein Objekt? Nee. Alter, das war aber gerade die PS-Cam, Junge. Ach so, nee, das war nur das Baumeln von dem Seil, keine Angst. War nicht die Unterhose. Warte mal, wenn ich das richtig habe, ihr seid noch. Gut. Wie einfach wegrennt. Vorheben! Hier! Was ist denn da jetzt gerade explodiert? Ja, du hast wieder eine Auffüllung gekriegt. Gut, hast vorher noch keine benutzt, aber trotzdem. Ja, aber ich wollte die jetzt benutzen, weil ich dachte, da ist ja noch ein Typ. Tja, reingelegt. So, frech. Weißt du was, das kann ich auch. Ich brenne es davon weg. Tschüss. Wie viele Leute sind denn bitte da? Das finde ich gerade auch überraschend. Aha, das ist die Libelle. Ja, meinst du, man kann sich hier an dem... Boah, ja, das ist eine gute Frage. Trick 7? Ja. Null. Trick 0. Hat nicht ganz funktioniert. Sah gut aus. Looks good, doesn't work. Und jetzt links halten. Genau. Ja, genau, irgendwo da muss doch. Ja, bist zu weit. Also, nee, nicht darum zu weit, sondern in die Richtung musst du weiter. Genau. Aber da ist noch. Oh, es fängt an zu regnen.
Die Dudes haben mich dahin geführt. Also jetzt links von dir oder so müsste die Höhle sein. Der Strahl hat dich dahin geführt. Ja, der Strahl hat dich zur anderen Höhle geführt. Die, in der du gerade warst. Hast du die im Network-Test auch gemacht? Also ja. Nur die Wolfshöhle habe ich gemacht. Oh, wir haben unser erstes Da ist die Höhle. Unser erstes Rüstungsteil bekommen. Warte, cool. Aber wir können ja hier eh nochmal rasten. Deswegen hier kurz einmal drücken. Krass, hier ist auch für die Wolfshöhle ist hier direkt so ein Versammlungsstall. Achso, stimmt. Weil das so schwierig ist wahrscheinlich. Du kannst auch die Wölfe ausrüsten, sagt unser Chat. Ja, das hatte ich jetzt auch alles vor. Also wir haben jetzt einiges an Moment mal. War da. Moment. Gucken wir erstmal das. Also, ein Helm der Soldaten, die Godric dem Verpflanzten die Treue halten. Der Helm wird über eine Kettenhaube getragen und besteht aus stabilem Eisen. Okay. Wie war das denn hier nochmal geregelt mit Last? Kleine Last. Guck mal, steht sogar drüber. Ja, das ist sehr praktisch. Mega praktisch. Von wegen hier, das sind 13% von 78,5. Aber easy tragen, sieht auch mega modisch aus. Was bist du denn? Talisman? Okay. Wieso können wir... Aber... Wait, dafür brauchen wir die Glocke. Also, die Glocke müssen wir nicht ausrüsten? Ich glaube nicht. Also, es ist nicht wie ein Faith-Zauber, sondern nee. Einfach nur gleich hier Wölfe machen. Da und dann ist gut, ne? Ich glaube schon. Okay. Dann würde ich aber mal hingehen und ein bisschen aufräumen, denn ich kenne mich. Wenn es Panik gibt, dann brauchen wir das nicht und das nicht. Und das auch nicht. Die waren grau. Du hast recht. Der war grau. Le Zauber. Ja. Aber du die hier nicht. Hier darfst du die nicht summonen. Oh. Du darfst ja nur in bestimmten Bereichen summonen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist aber dunkel. Aber hier wäre das so ein Bereich. Aber hier haben sie es vielleicht verboten. Kostet zu viel FP? Nein. Wer ist dabei? Wie viel der Spaß braucht? Wo ist das schon wieder? Achso, Objektherstellung. Nice. Da. FP-Kosten 55. Geil. Aber hey, wir haben 68. Also, wir haben genug. Ich glaube nur, dass du die hier einfach nicht posten kannst. Also, hier konnte ich die, glaube ich, bei den ganzen Wölfen, die hier sind. Konnte ich die, glaube ich, rufen. Oder ist das jetzt wirklich nur noch so ein Boss-Ding? Der Bereich wird durch ein Grabsymbol am linken Bildschirmrand angezeigt. Okay, danke schön. Ja, hier war schon spannend. Okay, wie machen wir das? Sprungangriff! Oh, fuck. Oh. Oh, das ist schwierig jetzt. Also, der hat mehr Leben als der andere. Der andere war One-Hit. Oh, oh. Da kam noch ein Wolf. Oh Gott. Ist das dunkel hier? Ja, das ist der Oberwolf. Komm mal runter wieder. Sicher? Nicht sicher. Ich bin stuck! Alles cool. Nochmal kurz trinken. Wow. Okay, krass. Der war knapp. Wieso jubelt der? Also ich freu's. Aber ich habe Leicheplündern gemacht. Freut er sich? Holy fuck, ey. Also oder habe ich die Emote-Taste gedrückt? Warte mal, kann man nicht so Gesten? Ja, irgendwie kann man die machen. Ach so. Machen oder Alter, so? Alter, der Wolf zuckt noch. Dünne Bestienknochen, okay.
Ja, schön, dann können wir uns das doch jetzt hier mal angucken. Also, die haben scheinbar hier so ein Lager überfallen, haben sich gedacht, die Leute fressen wir mal auf. Und so, und da ist ein gesprungener Topf, den wir zur Herstellung brauchen. Ja, okay. Dadurch, dass die ja immer bleiben, sind die auch was wert. Ja, also jetzt könnte man theoretisch, wenn man halt diesen Moment. Doch, wenn man diesen Schmetterling hätte, könnte man einen Feuertopf machen. Ja. Okay, als ob. Höhlenmoos. Gute Höhlenmoos. Ohne Höhlenmoos nichts los. Okay, du hast mich gewittert. Machst du einfach weg, die Sau. Bleib hier! Alter, die ganze Zeit hat Alter. Also ich muss sagen, Leben haben wir genug. Holy fuck. Exakt. Da schon wieder. Warum freut der Bub sich so? Über diesen Glühstein, mega. Das habe ich noch nicht verstanden, aber okay. Goldene Rune? Ich glaub, oh, das ist so eine Keep, so eine Seele. Die ja, genau. Ja, genau, eine Seele. Pff. Angriff. Das ist eh eine Lüge. Ja, aber manchmal, ne? Wenn man Dreieck gedrückt hält und den Controller bewegt, macht man eine Geste. Hey! Sache. Hey! Hey! Oi! Hey, das ist doch Shit, den du einsammeln kannst. Ein Schritt, den ich also. Ja. Ach so. Hallo, willst du die silbernen Glühwürmchen nicht? Ja, ist okay. Wer die silbernen Glühwürmchen nicht hat, bestimmt nur hier in der Höhle gefunden. Ist der Rune nicht wert? Was Unglaubliches voraus. Ja, okay. Ja, hast du recht. Die haben wir auch bisher nur hier gesehen, deswegen sind die wahrscheinlich nur in Höhle. So, hier war nichts mehr. Das ist noch Höhlenmoos. Ja, also hier seh ich wirklich. Nix. Nee, das ist wahr. Also, dafür ist eine Fackel wahrscheinlich ganz gut. Ja, ja. True, true. Da hatten wir aber zu wenig Runen für. Chat schreibt Mu. Mu? Ich weiß auch nicht wieso. Mu. Eulatz. Alter, das ist nicht gut ergangen. Niederlage, ja. Ja, das könnte jetzt interessant werden. Ja, denke ich wohl auch. Jetzt schreibt der ganze Chat Mu. Einer hat Mu geschrieben. Ich habe gesagt, Chat schreibt Mu. Und jetzt schreiben alle Mu. Da noch muss. Was? Ja. Oh, du hast nicht mal mehr eine Flasche? Nö. Klingeling! Gib ihm! Geflogen, natürlich. Vielleicht machen die den noch. Nee, leider. Okay. Okay, ich kann spielen. Also die Taktik wäre vielleicht besser gewesen, sie einfach in die Ecke zu stellen und zu warten, bis die Wölfe weg sind. Ich hoffe, du hast die jetzt noch. Also das. Ja genau, das ist jetzt nicht irgendwie, du kannst die nur alle halbe Stunde einmal benutzen. Ja, okay. Die Frage ist, kann ich durchrennen? Ja. Was ist das für ein Symbol oben? Ist unsere Waffe kaputt? Kann die kaputt gehen? Siehst du irgendwo? Nee, ich sehe nicht. Also ich sehe ganz viele Zahlen, aber ich sehe nichts mit Haltbarkeit 8 nee, ich von auch nicht. 100 oder so. Was ist das für ein Symbol? Deine Haltbarkeit war auch immer total bescheuert. Ach, da nach oben kannst du, drück mal im Beutel, also drück mal nach oben, ist das, was heißt das? Da rechts. Siehst du das, was ich meine? Ja, ich weiß, aber das ist, glaube ich, wenn ich jetzt Ausrufezeichen drücke, dann oben. Ja, mach mal. Aber nee, das wollen wir ja nicht. Ach so, das Ding ist halt, ja, okay.
eure gedroppten, vielleicht das Versehen gedroppt haben? Hä? Wo ist unsere Waffe hin? Habe ich die gerade aus Versehen entrüstet? Ups. Das entrüstet mich. Oh, die ist ja süß. Aber ich meine, du kannst durchrennen, du musst nur aufpassen, vielleicht musst du mal rollen. Ich hab Angst. Oh, da fällt mir gerade ein, ja, okay. Wegen Durchrennen. Durch Sneaken könnte jetzt mittlerweile auch, ne? Ah, ja, stimmt. Way to go sein. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, ich weiß die Steuerung nicht mehr. R1 und Dreieck und jetzt weg da und lass die mal machen, die Leute. Da sind unsere Runen. Jesus, real. Ja. Aber die machen nicht genug Damage, würde ich sagen. Zwischendurch muss man einen mitgeben. Weil sonst geht das nicht. Ja, ja, nicht schreien. Wer schreit, verliert. Ah, nee, nee, nee. So fangen wir jetzt mal hier gar nicht an. Das trigger erstmal wieder die. Das war der Move, der fies gegen dich. Der war der Fies-Move, ja. Fiesotack-Move. Alter, die Wölfe sind schon stark, muss man wirklich sagen. Ja. Also wenn er sich... Oh, da hast du einen Wolf verloren. Was war das für ein Moveset? Wieder die Runen. Wo sind denn die Runen? Da rechts. Oh Gott. Okay. Boah, die Bossmusik, die ist ganz schön laut, die kickt, ja. Alter. Das war gemein. Da hat er den jetzt nicht gemacht, wa? Alter Ficker. Der macht ja die Ultra-Verzögerung teilweise. Nice. Nicht zu gierig, ich weiß. Das war lucky. Ja, muss ich wirklich sagen, das war lucky. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Wir haben Talisman bekommen. Ja, warte, ich habe Angst vor den Wölfen. Nice. Kurz. Von wo kommen die Wölfe? Ah, ne, alles gut. Okay, sehr gut. Uiuiuiui. Okay, da kann ich mich wieder zurücklehnen. Okay, auch wenn die Wölfe ehrlicherweise natürlich viel Arbeit abgenommen haben, fühle ich mich trotzdem gut. Ein Talisman. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Oh, erhöht aber auch ordentlich, also was heißt ordentlich, erhöht aber auch das Gewicht. Ich dachte, so ein Talisman wiegt halt nichts. Ach so, von 7,5 auf 8,1. Erhöht ihr, Moment. Die uralten Drachen, die in der Ära vor dem Erdenbaum regierten, beschützen ihren Fürsten wie eine Mauer aus lebenden Felsen. Lebender Fels. Hm. So wurde die Form des Drachens zum Symbol für alle Arten von Schutz. Wird erstmal angelegt. Ja, warum nicht? Was ist das hier eigentlich? Da war aber jemand wirklich ganz witzig, ne? Ah, springen. Er hat dich dazu gebracht. Ja, das stimmt allerdings. Muss man ihm schon lassen. Okay, was haben wir denn hier Feines? Was haben wir denn hier Feines? Achso, Moment. War hier nicht noch irgendwie eine Truhe oder sowas? Oder ist das jetzt hier gewesen? Oh, da ist eine. Wahrscheinlich. Wie wahrscheinlich? Ja, weiß ich auch nicht. Was heißt wahrscheinlich wohl auf Englisch? Surely? For sure. Don't call me Shirley.
Ich glaube, das ist es hier. Belasten, die haben echt die alten Positionen geändert. Probably heißt das wahrscheinlich, okay. Probably. May. Ja, das war's. Also wir haben das jetzt hier gemacht für den geilen Talisman. Und die Seelen natürlich, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel wir bekommen haben. Oh, ich hatte gehofft, man findet die Doppelklinge da. Die war so toll. Naja. Nicole ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Die geht. Sag mal, wie sieht denn das eigentlich bei dir essenstechnisch heute so aus? Wir können gerne was bestellen. Stufenaufstieg. Haben wir schon in irgendwas investiert? Nee, noch gar nicht. Wir haben noch gar nichts gelevelt, weil wir brauchten 600, keine Ahnung, 50 Runen oder so. Ah, nee, Quatsch. 673 brauchen wir vielleicht. Ja. Boah. Wie jetzt noch, Jonas? Ich habe noch nichts gegessen. Ich muss aber sagen... Ja, stimmt, ich habe Frühstück gehabt. Also, wir haben ja jetzt bisher nur eine andere Waffe gefunden, ne? Ja, wir gehen jetzt nicht das ist auf das scheiß Claymore. Also, ja, nimm einfach Vigor, also Leben im Zweifel. Können zwei Level gönnen. Oh. Das ist nicht so viel. Leben ist halt immer ein Safe-Ding. Ich dachte, wenn du auf Level 1 startest, dann kosten die ersten Level auch nicht mehr so viel. Hätte ich jetzt auch so. Aber irgendwie kosten die gefühlt trotzdem noch viel. Soll ich nochmal shoppen gehen mit 500? Wir haben noch 500 Seelen. Soll ich. Weißt du noch, wie viel die Dingens gekostet hat, die Fackel? 250 oder sowas. Dann hole ich uns die mal, ja? Ja, da wird der Chat auch wahrscheinlich für sein, dann sehen die ein bisschen mehr. Ja, ich bin auch für, weil dann sehe ich ein bisschen mehr. Ah, denk dran, nicht Tudel töten, sonst stößt das Spiel wieder ab. Ups. Kann man den. Achso, mit B wahrscheinlich auch. Mich hier. Jawohl. Wait. Weren't well, you're back. Kaufen. Ich möchte gerne. Ah, ich hab was im Auge. Ich habe übrigens gesehen, bei Lieferando, dass es hier auch Frühstückslieferdienste gibt. Nur zur Info. So, die Fackel gönnen wir uns auf jeden Fall. Können wir uns jetzt noch leisten? Also, Berlin ist natürlich, glaube ich, so eine absolute Bestelloase. Ja, wobei, wir haben jetzt auch selbst für Berlin, finde ich, schon spät. Was? Ja, so spät habe ich halt noch nie bestellt, aber das ist jetzt auch für mich spät. Okay. Eigentlich also, bei uns weiß ich, kannst du halt auch um, also sagen wir mal, bis 2 am Wochenende ist okay. Da findest du was. Wir haben hier ganz schön viel Lore theoretisch noch. Guck mal hier, Teleskop lässt euch entfernte Dinge besser sehen. Die Lore ist insane. Im Zeitalter des Erdenbaums geriet die karianische Astrologie in Vergessenheit. Die goldene Ordnung hatte das Schicksal in Fesseln gelegt, das einst der Nachthimmel zu schreiben schien. Da ist schon wieder, die goldene Ordnung, ja. Der hat das Schicksal in Fesseln gelegt. Ist Schicksal ein Strippername? Bestimmt. Destiny? Ja, deswegen. Ich glaube nämlich, die Goldene Ordnung hat eine Stripperin unten im Keller eingeschlossen. Peter, weißt du hier irgendwas, ob man irgendwas empfehlen kann? Boah, ne, ich habe hier keine. Also, wir sind hier nicht in meinem Liefereinzugsgebiet, deswegen. Nicht in deiner Hood. Wir sind hier nicht in meiner Hood. Okay, dann haben wir noch den Krummfingermedizin. Alter, ich dachte, das wäre eine Pizza. Wegen dem Rand. Ja, okay, kann man aber auch glauben. Das sind so weiße Bohnen, Chat, müsst ihr euch vorstellen, in einer Suppe. Und dadurch, dass die Suppe ein bisschen über den Teller ist, dachte ich, das wäre eine Bohnenpizza. Ach, oh, letztens ist mir was eingefallen für Dr. Oetker. Die suchen ja immer neue Kreationen. Pizzaboden und Kuchen drauf. Aber ohne Tomatensauce. Wollen wir mal so eine Notiz kaufen? Mich würde ja schon interessieren. Gönn dir, die kostet 200, ist ja nichts. Eines Wegpunkts oder einer wundersamen Arznei. Wie gibt's schon? Als ob. Ich nehme sag den Weg wahr, bevor du es nicht probiert hast. There are others of my people. If the mood takes you and you meet one, my people. Which is why we cannot settle. But instead, thanks to that, things are not so. I think this makes us your people, the Tarnished. Okay, wir sind quasi Bros. Worauf hast du denn so Bock? Chinesisch,
Pizza, Sushi. Ach, ich bin ja relativ entspannt heute. Ich würde heute einfach entspannt Pizza sagen. Ja, ist okay. So, keine Experimente. Wie viel gibt uns denn wohl so eine goldene Rune? Eine kleine Anzahl Runen? Ja, okay, damit werden wir... Nee, aber dann haben wir nicht mehr genug jetzt, um ein Level aufzusteigen, fürchte ich. Weil ich habe ja jetzt alles ausgegeben, sozusagen. Wenn du die Rune benutzt, haben wir nicht genug, um Level zu steigen? Ach so, weil du dann noch mehr kaufen willst. Nee, weil ich glaube nicht, dass uns die Rune genug gibt, um Level zu steigen. Ach so, okay. Ja. Wait, was hast du die Karte? Ne, die Karte habe ich gerade gar nicht gekauft. Ich habe eine fucking Notiz gekauft. Du hast eine Notiz gekauft. Die Karte haben wir mal gefunden. Dadurch haben wir... Hast du die Fackel schon ausgerüstet? Ja, ne? Da ist die Notiz. Was sind da das für Bilder eigentlich? Jemand? Ah, das sind die Sequenzen, kann man sich nochmal angucken. Die Tutorials, glaube ich. Oh. Ja, doch. Okay, pass auf. Pass auf. Das ist ein Rätsel. It's a riddle. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunktes an den Straßen durch Limgrave. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunkts. Das ist jetzt wieder so eine Sache, wo die deutsche Übersetzung einen ganz schönen Strich durch die Rechnung machen kann. Ja, das stimmt. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunkts an den Straßen durch Limgrave. Guck da mal, wo Ruinen an der Straße sind. Also ich meine... Ich meine, wir sind gerade bei Ruinen an der Straße, aber... Ja, zwischen den Ruinen. Guck mal, du bist doch an der Ruine? Ja. Und da oben ist doch vielleicht auch eine Ruine, oder? Die da. Nee, das weiter hoch. Das Symbol. Das da. Da steht sogar Ruinen vor dem Tor. Aber hier ist die Kirche von L.A. Aber sind wir hier bei Limgrave? Sind wir hier in Limgrave? Ja, wir sind in Limgrave, als wir aus dem Tutorial-Bereich gekommen sind. Okay, dann ist das ist safe dann. Das sind Ruinen. Weil das heißt Ruine. So. Genau, da sind wir rausgekommen. Ja. Also, oder meinen die halt wirklich nur so Ruinen? Warte mal, jemand lauert. Was soll das überhaupt für ein Tipp sein? Ja, ich hab einfach das Gegner. Keine Ahnung. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunkts an den Straßen durch Limgrave. Chat, ihr behaltet mal das im Hinterkopf. Wenn wir so ein bisschen durch die Open World latschen, kommt ihr ja vielleicht auf Gedanken. So, wir kommen hier nicht so wirklich krass voran, wie ich mir das vorgestellt habe mit den Leveln, ehrlicherweise. Aber ja. Ja, aber wenn die den Reiter meinen, wäre das schon ganz schön lame, muss ich sagen. Oder? Der ist schon sehr offensichtlich, also dafür Geld ausgeben zu müssen. Wir bräuchten mal ein Schild. Ein Schild wäre echt mal richtig praktisch auch. Vielleicht. Man kann hier noch runtergehen, aber ich weiß nicht, ob da unten geile Items sind. Ja, der Reiter hat doch ein Schild, nimm doch das. Ich meine, der Händler verkauft ja auch ein Schild, muss man sagen. Das habe ich Warte mal, ich guck mal nach, wie viel der kostet. Alter, scheiße, ich bin so ein Vollwurst. Was denn? Ich wollte sprinten und habe die falsche... Okay, und ich wollte auch das tun unbedingt. $600, sagt der Chat. Okay, aber jetzt passt mal auf. Jetzt haben wir in unserem Inventar 2 goldene Runen, weil ich gerade noch eine eingesammelt habe. Und die geben uns natürlich 200. Und dadurch bekommen wir jetzt 524. Immerhin. Und... Jetzt gucken wir noch mal kurz, ob wir was basteln können. Objektherstellung, irgendwas Relevantes. Das brauchen wir nicht. Nicht wirklich, aber jetzt gucke ich noch mal, ob ich dem was verkaufen kann von dem Trash, den wir bisher eingesammelt haben. So wie bei... Oh ne, wir brauchen schon... Das gibt uns immer nur 10. Wie viel brauchen wir denn? 70. Ja, komm, dann gehen wir noch ein paar Gegner klatschen. Was ist denn für ein Symbol links?
Also irgendwie macht hier in Berlin jeder Pizzaladen auch Burger. Das ist eigentlich... Schlechtes Zeichen, oder? Ja, und wenn ich eine Pizza bestelle, dann ist das halt italienische Pizza, Pasta, Ende. Ach, da kann man die Wölfe rufen. Okay, Chat, thank you. Okay, wie viel gibt ihr? Warum sind da so viele gestorben? Was sagst du? Frech. Ach, du bist am Anfang. Nee, ist gut. Mich wunderte nur, warum da so viele rote... So, jetzt haben wir nämlich genug für unseren ersten Schild. Wie viel hält denn der Schild überhaupt zurück? Das weiß ich nicht. Ich würde den Chat ja jetzt fragen, ob die was empfehlen können, aber dann müsste ich euch natürlich sagen... Er geht doch nach den Bewertungen. 76 hält er zurück. Ist das ein großer oder ist das ein mittlerer Schild? Mittlerer Lederschild. Ich würde schon sagen, unser erstes Level hat mehr gekostet als das. Also, ich finde, das kann man schon mal investieren. Ja, ja. Italienische Pizza. Bam. Der macht nur Pizza. Okay, gehe ich jetzt runter? Ja, komm, ich gehe runter. Ach, scheiße. Okay, was macht L2? Achso. Was? Kannst du parryen mit dem Schild? Ja. Nice. Das will ich ausprobieren. Sollen wir eine mitgeben können? Das war hart, wenn ich mich an den Network-Test erinnere. Aber vielleicht waren da unten noch ein paar Items versteckt. Naja, und der Dude war ja auch noch da. Okay, Dude, du bist langsam. Yo, an den kann ich mich auch noch erinnern. Der hat aber viel Leben und der macht ganz schön Aua. Ja, der macht Aua. Den wollte... Okay, der macht sehr viel Aua. Ich glaube, den wollte ich damals... Zu dem Vera, wie der hieß, locken. Weil der hat sich um Gegner gekümmert. Aber ich glaube, der ist vorher weggegangen. Oder Vera? Elden Ring wurde für Steam Deck bestätigt. Oh, das ist aber nice. Oh. Düdüm. Bei Steam, ja. Ich sag mal, ich bin sehr gespannt, was so der Day One Patch macht. Wo hat er jetzt wohl gespeichert? Mitten im Fight? Vorm Fight. Meinst du vorm Fight? Ich war voll drin. Voll in der Zone. Die letzte Sitzung wurde wahrscheinlich nicht vernünftig beendet. Ja, woher kommt das wohl? Das ist korrekt. Der Problem ist, also den Day One Patch haben wir schon drauf.
Echt? Mhm. Das liegt nicht am Spiel, das ist meine PlayStation. Ach stimmt, da hast du dich mit Leslie drüber unterhalten. Wo mir das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, als Leslie meinte, Pizza Hollandaise. Da stehe ich so voll drauf, ne? Was ist der eigentlich so sauer auf uns? Naja, der hat keine Innereien mehr, also. Oder nur noch die Hälfte. Ah, mich aber erwischt. Der Fußmove suckt. In die Eier. Der Oberschenkel anvisiert. Oh, das habe ich mir jetzt aber nicht so vorgestellt. Die Wölfe kannst du nicht rufen, ne? So, ne, kann ich leider nicht. Dann müssen wir ohne Wölfe schaffen. Deine Eier blocken mich! Hä? Achso, das war so ein... Okay. Scheiße. Ah, der ist aber auch noch stark, muss ich sagen. Ja, ich weiß, aber ich bin gerade hier dabei, mir essen zu so. Ich hab mega Hunger. Ewig für Peter, mach einfach mal. Ja, ich muss die alle durchgucken. Entweder haben die keine Pizzabrötchen oder die haben 75.000 Sachen, die herstellen. Ja, das war halt wirklich ein literal Cockblock. Ist halt echt so. Brauchen wir noch was von Bram außer die PS5? Nee. Oh, sollen wir den fragen, ob der was mitessen will? Nee. Okay. Willst du. Nein, willst du was mitessen? Also, wir bestellen wahrscheinlich Pizza, kannst du ja sagen. Bestellen. Pizza. Ja, LAN-Kabel hat er nicht, der Bram, leider. Nee, hat er schon. Hähnchenbrust, Hollandaise, Bacon, Blattspinat. Yeah. cm ist so Standard, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ich kann dich schaffen. Das ist klein. Ach so. Ja, 26 ist Standard, Leute. Ist ein bisschen klein. Ja, okay, dann traue ich euch. Dann nehmen wir die große Variante. Der Move ist Bullshit. Problem ist, die gehen von 26 direkt auf 32. Vielleicht haben die noch einen geilen Salat drin. Peter wird sich da eh die Zähne dran ausbeißen. Hallo, ich hau dem in die Eier. Oh. Ja, und das gefällt ihm nicht. Oh, ich häng fest.
Haha! Hier wirst du mich niemals erwischen. Einfach eine Klippe rückwärts runtergerollt. Haha, jetzt kann ich nämlich auf den draufspringen. Guck. Move! Oh oh. Oh nein. In die Eier. Das waren nicht die Eier. Mist. Wo ist er? Was machst du denn jetzt? Ja, ein Schwert rausgeholt. Ich meine, das ist Cheaten. Ich sehe nichts. Wo bist du? Okay, wir spielen ein Spiel. Oh oh. Das war fies. Das war uncool. Okay, warte. Kleines Spielchen, machen wir weiter. Nein, 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 nein. Fangen wir gar nicht erst an. Nein, 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 nein. Okay, ich verstehe, da musst du nicht. Lass. Perfektes Timing, ich bin soweit. Er ist hart. Junge, der Laden, wo wir bestellt, die haben Bacon-Wochen. Die haben eine Bacon-Tasche, wo einfach Teig genommen wird, wie so eine Calzone, Bacon reingeknallt. Und dann wird da den Ofen gemacht. Oh Mann. So. Hast du da jetzt noch Seelen? Ja, ein paar Seelen liegen da noch. Echt jetzt? Heißt ein paar, das ist worth, dahin zu gehen. Ja, den musste ich ja nicht direkt killen lassen von dem. Alles ist Bacon mit. Ja, okay. Du musst dich ja nicht direkt killen lassen von dem. Ich bin gerade am Überlegen. War das nicht. Ich glaube, den habe ich nämlich auch mal versucht. Und irgendwann festgestellt, dass ich zu einem Punkt gekommen bin, wo mehrere von dem da standen. Da wird dann so ein Standardgegner. Ja, das stimmt. Wenn man weiter den Berg hochgeht, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber. Wenn da zwei von kommen. Nein, da unten kommen keine zwei. Aber der Typ ist vielleicht ein bisschen hart, das stimmt. Also es ist nicht so, dass der One-Hit umfallen soll, also. Aber wir kitzeln den ja nur. Ja, das stimmt, wir machen nicht viel Damage. Da gucken wir uns doch hier nochmal ein bisschen um. Und sehen schon wieder Wachen. Ah ne, Moment, scheiße, hier waren wir ja schon mal. Wir sind wieder bei der Grabungsstätte angekommen. Ich wollte mal einen Blick auf die Karte werfen. Und wie wäre das denn, wenn wir einfach mal von der. Wie wäre denn, wenn wir einfach mal da reingehen? Also, wir hängen jetzt schon die ganze Zeit hier rum. Ja, da der ist schon richtig. Wasser wollen wir noch nicht. Boah, ich glaube, ich bestelle eine richtig scharfe Pizza. Geil. Also, ich habe jetzt eine kleine Pizza genommen, Chat, und einen Salat. Dankeschön. Oh. Dumm. Bram macht sich auf den Weg. Meine ist halt einfach kaputt. Legit kaputt, ey. Also das ist schon wirklich ein bisschen häufig. Ja, meinst du? Ich frage nur... Das muss doch... Also, das, wenn das ein Hardwarefehler ist, ne? Ey, jetzt wo ich das sehe, das habe ich noch... Ich habe vergessen, meinen Avatar abzuholen. Ey, geht ja. Leute, ne? On the PlayStation. Bram liefert Pizza. So sieht's aus. Okay, wir müssen... Wir müssen was? Deinen Namen ändern. Wir müssen meinen Namen ändern. Ja. Ich hab kopiert und muss nur einfügen. Dann, weil ich dachte mir schon, du musst irgendwo klingeln. Ah ja. Startet ihr auf Brums PS dann nochmal neu? Nee, du kannst die Daten ja einfach übertragen. Okay, Leute, jetzt wird spaßig. Aber die haben hier einem nicht umsonst, glaube ich, das Pferd vorher gegeben. Die Frage, die ich mir nur gestellt habe damals war... Achso, ja, guck mal da oben. Ach, das ist doch der gleiche. Ja, guck mal.
Oh, das wird dann immer schwierig. Die Frage, die ich mir damals gestellt habe, war, ist das hier gedacht, du reitest jetzt hier durch bis zum bitteren Ende, oder? Weil hier ist schon einiges los. Wir haben nie das Dorf richtig geklärt und da noch die ganzen Items gelootet, oder? Das stimmt. Hello, my friend. Nix da. Jetzt zieh dir nur noch mal einen über. Aua. Aber gut. Ah, du bist noch am Aus. Ich dachte, ich will den nicht tröten lassen. Okay, sollen wir vielleicht doch das Dorf machen? Machen wir das Dorf. Ich glaube, das ist smart. Hier sind bestimmt noch Sachen. Hey. Hey, du. Oh, guck mal da, der hat da auch die Tröte in der Hand. Oh, der darf uns nicht sehen. Hey, du. Nee, die restlichen Videos von YouTube kommen heute noch, Chat. Was? Ja, scheinbar ist da eines der Videos nicht online gegangen, die heute online gehen sollten. Das Dark Souls Video steht ja, glaube ich, auch im Upload-Plan, dass das später kommt. Aber das mit dem Quiz-Poker, weiß ich nicht warum. Aber das wurde mir auf der Pizmit.de, habe ich das schon gesehen. Oh, dann ist vielleicht die YouTube, kann sein, YouTube mal wieder verarbeitet. Chris Poker ist online. Na, dann ist ja alles gut. Ah, ich habe ein Schild. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Auf Freunde. Und das hier wieder aus. Ich hätte sogar noch Zeit wechseln. Also, ich leg's links von dir, ja? Noch nicht. Ach, das ist doch Mist, ist das. Wieder 50.000 Nachrichten. Endlich. Ja, den ersten Reiter haben wir noch nicht geholt. Wir haben bisher noch nicht so viel. Ich muss aber sagen. Oh, das sieht ein bisschen weird aus, muss ich sagen, am Kompass. Da weißt du genau, dass das über so ein Overlay. Also durch so eine Ebene gelöst ist. Muss ganz schön früh schlagen mit dem Schild. Ja? Ja. Okay. Weil das dauert. So, den Kollegen da hinten. Nee, Moment, der hier vorne, der ist noch okay. Das Problem ist, der hat die Tröte in der Hand und der dahinter, der ist ordentlich. Oh, Messingschild. Ich hab ein Schild gekauft. können wir gar nicht tragen. Genau, braucht nämlich auch 16 Stärke. Ich glaube, dieses Spiel will, dass wir 16 Stärke machen. Ja, es gab einige, ich glaube, der Hero fängt mit 16 an. So, oh, jetzt fährst du wieder eins. Hier kannst du übrigens die Wölfe rufen. Ja, wegen dem Torsymbol da links. Mhm. Ja, ich dachte mal, das ist das aus Herr der Ringe wieder. Das sieht genauso aus. Also von den Minen von Moria. Oh, wie es direkt blauer wird. Aber... Die Wölfe spare ich mir auf für den Dicken da. Das geht doch nur einmal, oder? Und dann hat er Abklingzeit, oder nicht? Ja, vor allen Dingen, also wir haben dann auf jeden Fall nicht mehr FP. Ja, stimmt, das kommt auch noch hinzu. Da irgendwo konnte man hier noch nach unten. Ja, konnte man. Oh. Ja, komm du mal mit. Das ist okay. Hast du in deiner Hand einen dicken Hammer? Oh. Das ist frech. Da war jetzt nicht so variantenreich, aber hat funktioniert. Hi, Kaiser. Wait.
zwei Wölfe. Oh, das ist eine. Okay. Der ist du auf dem. Okay, jetzt kannst du kommen. Komm. Gib Gas. Hier, hier. Okay. Dann nicht. Hört ihr das? Nein. Also die beiden wird man eh nicht trennen können. Denn gute Freunde kann niemand trennen. Komm her. Oh, warte mal. Vielleicht ja doch. Oh oh. Oh was. Okay. Hier gehen schon wieder die Flaschen aus. Ja, vier sind auch nicht so unendlich viel, wa? Die heilen auch vor allen Dingen nicht verdammt viel. Also. Wahrscheinlich so gerade voll gewesen. Komm, Junge, Schritt schneller. Das finde ich krass, das hätten die früher gehört. Oh. Oh oh. Das hat er gehört. Du gehst jetzt aber nicht petzen, oder? Bitte geh nicht petzen. Komm her. Oh oh. Der steht da hinten immer noch ganz verwirrt rum. Praktischerweise. Oh nice. Jetzt kommt er erst. Ja, super. Das ist ja, ja echt gut mal gelaufen. La 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 la. Hab ich auch gerade gedacht, what the fuck. Schüchchen hat er uns gegeben. Ein Beinschutz der Soldaten, die Godric dem Verpflanzte die Treue halten. Von Rost und Flecken aus unzähligen Kämpfen gezeichnet. Jetzt gehen wir auf mittlere Last. Ich würde sagen, ist es wert. Wie sieht denn so eine Midwall aus? Boah. Endlich nicht mehr auf diesen Ass schauen zu müssen. Achso. Hat jetzt eher was von einem Gladiator. Ja, stimmt. So, guck mal, der war doch schön. Oh ne, dich will ich gleich einzeln machen. Oh. Hallo? Loot! Ah ja, und in den Ecken sitzen sie wieder. Schatztruhe durchsuchen. Was? Hinzufügen von Talenten? Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffen neue Talente zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorigen Talente werden hierbei entfernt. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente. Einige Waffen verfügen über einzigartige Talente. Oh mein Gott. Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche Affinitäten. So könnt ihr die Angriffsaffinität der Waffe ändern. Also Feuer oder so ein Shit. Das ist fake! Ja. Das ist fake! Kriegssturmstampfer. Das heißt, wir haben jetzt eine Kriegsasche bekommen, die wir theoretisch der Keule hinzufügen können? Ja, und dann machst du immer diesen, ne, was die Riesen manchmal machen, einfach so dieses Buff. Ja, okay. Und stampfen. Dankeschön. Wie ist das? Kakulukiam, 31 Euro Trinkgeld. Dankeschön. Letztes Jahr war es an meinem Geburtstag Minecraft. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann, genau, habe ich jetzt auch mal eruiert, dass du heute Geburtstag hast, also Happy Birthday. Was? Waffenskill. Ja, wie das jetzt ganz genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Geht das on the fly? Also da glaube ich nicht. Oder? Das wird man am Feuer machen. Oder geht das hier? Verleiht einer Waffe Affinitäten und Talente.
Das wird wahrscheinlich. War da jetzt ein neuer Button? Nee, oder? Also, wenn du jetzt ins Startmenü gehst? Ja, Spieler mit. Nee, nicht wirklich. Okay. Ja, dieses Stampfen. Hm. Ich meine, Affinität, so Feuer und so ein Kram, ne? Immer gerne. Ja, wir benutzen unseren Barbarenschrei auch gar nicht mit unserer Waffe. Ja, das stimmt. Oh, nee, du noch nicht. Ah, der Posant, ja. Da rechts. Okay, links auch. Okay, Barbarenschrei geht gerade nicht. Typ, du musst mal mitkommen. Wir müssen, glaube ich, hier ganz schnell weg. Oh, da ist noch einer. Ja, aber der Barbarenschrei geht ja jetzt nur noch zweihändig, oder? Ja, der geht nur zweihändig, ja. Da muss man schnell wechseln, wenn man schreien will. Dankeschön, Doniti. Und Jinnaz und Tobias STD und Delfino. Vielen Dank. Okay, also da haben wir jetzt aufgeräumt. Hier rechts auch. Der hier noch. Hello. Hello. Ich stell mir ganz schön Umgang mit ihm vor, wenn er einfach von hinten so in die Milz einfach so eine fette Keule kriegt. Ja, da wäre ich lieber One-Hit. Einfach, da bist du direkt vorbei. Ah ja, stimmt. Und den Roma da hinten müssen wir noch machen. Guck mal, wenn du das Schild so trägst, dann fehlt nicht mal die Rüstung. Stimmt. Ja, psch, psch, ja psch, genau. Psch. Haha, da schlich auch jemand durch. Ja. Hier schon Karls, Will und Kaiser. Du warst der mit der Tröte, oder? Wobei? Er hat die Tröte. Er wollte gerade doch switchen. Nice. Alles okay. Weg die Sau. Ich konnte Material sammeln. Okay. Okay, dann hier den noch und dann machen wir den Düten. Ah, hier war doch noch einer. Mhm. Da. Oh, zwei. Da ist auch noch eine Kutsche, die hatte in dem Network-Test, wenn ich mich recht entsinne, ein Set, ne? Yep, yep, yep. Hier sind noch drei. Okay. Warte mal, rennst du jetzt einmal komplett wieder rum? Oh, das dauert ja ewig. In einer Stunde und sechs Minuten dürfen alle anderen dann auch mit Elden Ring anfangen. Was habe ich schon bestellt? Ja. Ach so, hätte ich dir sagen sollen. Ich habe schon bestellt. Okay. Nee, das ist ja okay. Ich dachte nur nicht, dass er jetzt da liegt und wartet noch auf Bestellen zu finden. Chat, warten einige von euch noch drauf? Ja. Bolzen. So, jetzt da. Was zum Anziehen oder haben sie das auch geändert? Oh. Wir haben euch gefunden, ich will, Chat. Ich nicht tragen. Geschick. Mhm, okay. Sieht aber ganz geil aus. Boah, der knallt bestimmt auch rein. Da. Da finde ich so styletechnisch ganz geil. Können wir nur leider noch nicht tragen. Okay, so, dann wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es time for... Ist nur noch der Big Man am Stissel.
Oh, Big Man war ganz schön Pain in the Ass. Vor allem kann ich mich nicht mehr heilen. Hallo. Oh, warte mal. Vielleicht. Oh, ne. Okay, du wartest nicht. Ist gerade eingefallen, eigentlich hätte ich den nochmal gebackstabbt. Das wäre vielleicht nicht so unsmart gewesen. Aber hey, dann Klingeling. Kann ich jetzt backstabben? Nice. What? Ey, macht das schon. Nice. Zergen! Okay. Okay, der hat Runen gegeben, der war dann aber auch. Ja. Damit ist das Lager clear. Oder? Würde ich auch sagen. Ja, jetzt die Frage. Wenn du mal Dreieck gedrückt hältst, ne? Ja. Das ist ja quasi so ein Extrabeutel. Ich habe jetzt im Chat gelesen, da könnte man zum Beispiel auch die Pfeife unterbringen. Für das Ross. Aber ich weiß nicht wie. Wenn du einen zurückgehst, dann was passiert, wenn du jetzt auf dem Stick links drückst? Ah, oh. So. Und Moment, was geht? Ah. Und jetzt ist das. Das machen wir mal weg, weil das werden wir nie benutzen. Jay fragt, wie wir die Karte so bekommen haben, wie wir sie haben. Was meinst du denn damit, Jay? So? Ausgemalt? Oder was? Aber weil, da musst du eine Karte finden. Genau, da musst du eine Karte finden. Also am Anfang war die bei uns auch so einfach eine Textur. Ja, du musst dann, glaube ich, für jedes einzelne Gebiet Karten finden. Ja. Ah, Jay hat sie noch nicht gefunden. Ja, Jay, hast du das Anfangsgebiet wohl nicht so gut durchsucht, ne? Also die fand ich jetzt nicht mal so gut versteckt. Oh, da oben. Irgendwo hier war ein fieser. Nein, ich hab's ja unten. Ich hab's ja umgelegt. Egal. Kannst auch mit Schleichen-Button absteigen. Hier waren fieser. Da! I challenge ye. To berittener Combat. Der hat viel Damage gemacht. Oh, der hat auch eine geile Waffe. Hoppeler. Das mir geht nicht so gut. Aua. Ich treff sie nicht. Bleib mal hier. Sieht unbeholfen aus. Seelen hattest du. Ja, kannst ja easy wieder hinreiten, Seelen holen und dann wieder weg. Aber ich weiß nicht, wo wir als nächstes hingehen sollen. Wahrscheinlich in die Burg. Ja, aber das wird hart. Das ist richtig. Wir können nämlich auch nicht so viel. Ich meine, du kannst natürlich auch einfach dem Weg da folgen. Da war, ich weiß noch, was da kam. Das war witzig. Beziehungsweise kurios. Wir können auch noch mal kurz ein Level steigen, was meinst du? Kannst du auch. Macht natürlich Sinn bei unserer Situation. Aber wir hätten jetzt eine Waffe für Dex und wir hätten eine Waffe für Stärke, also. Ja, und wir haben noch weder Zauber noch Faith irgendwas. Mhm. Ich sag schon. Ich weiß es nicht, Dex oder Stärke, Build Aim. Oh.
habe das Gefühl, das liegt, also kann das irgendwie eine Kühlnummer sein oder so? Nee, dann würde es ja häufiger auftreten sogar. Also ja, würde sich auch sagen. Im Laufe mehr häufen. Ich hoffe, Bram kommt bald. Wie weit ist ein Essen? Gute Frage. Da wäre schon 11 Uhr. 16 Minuten. Okay. Gucken, wer er da ist. Pizza oder Bram? 13 Minuten. Oh, Bram, ich will mich beeilen. Das fies. Das ist fies. Ja, nur mit dem Pferd, also beziehungsweise mit dem Reittier, was man hat, habe ich so das Gefühl, kannst du sehr viel besser abhauen. Wie viele Level können wir machen? 2 oder nur 1? 1, wow. Ja, Alter, wir müssen irgendwann mal Stärke oder Geschick machen, weil sonst können wir nie Waffen tragen. Du hattest Bock eher auf Geschick, oder? Das weiß ich nicht. Stärke ist normalerweise, glaube ich, so die Spielerei mit Schild. Und Geschick ist eigentlich eher so die Rollvariante. Mir ist egal. Jetzt gesagt. Ja, mir ist, ich kenne die Waffen eh nicht. Also, auch nicht. Wollen wir Chat abstimmen lassen, wenn es uns beiden egal ist? Könnten wir sogar fast machen. Chat? Stärke ein, oder Geschick? Wir machen mal eine Umfrage. Stärke okay, Christian, oder Dex. Christian macht Umfrage. Dann könnt ihr abstimmen. Unbekannter Befehl. Wie unbekannter Befehl, Paul. Hat er falsch gemacht? Ich kann nur bannen und so ein Kram. Kein hey, Mods, könnt die ihr? Die Wette ist könnt offen, ihr könnt jetzt abstimmen. Oh, jetzt, ist, Wette? Jetzt ist gerade die Wette. Ach so, die Wette ist da, wer ist zuerst da, Bram oder Pizzabote? Aber Bram ist schon voll, also, puh. Aktuell sitzen 533.000, ich bin ja mit meinem eigenen Account wieder drin, das heißt, all in. Abstimmung verwalten. Ich mache Abstimmung. Ja, neue ich Abstimmung. Alles auf Bram. Wo rein, Punkt. Scheiße, jetzt ist das gekippt. Ich hätte nichts sagen sollen. Stärke. Dex. Gerade wäre ich besser gelaufen mit Pizzabote. Oh mein Gott, ist das spannend. Weißt du, wenn wir jetzt den Chat entscheiden lassen, wie viel Spiel spielen, ist ja abgefahren. Ja, wir haben beide Bock auf beides, oder? Ich hätte, wie gesagt, ich hatte Peter auch geschrieben, ne, hier Faith-Bild könnte ich mir auch vorstellen, weil ich ja die Zauberchen da mal testen will. Das kann man ja zusätzlich noch vielleicht machen. Ja, würde ich auch sagen, dass das zusätzlich geht. Also bei Dark Souls 3 habe ich gerade einen Faith-Charakter gespielt oder spiele den mit Faith und ein bisschen, also mit 30 Stärke und Faith. Also das wäre vielleicht auch viable. Ja, das sieht nach Dex aus. Dann müssen wir jetzt mal in Dex investieren. Ja, Moment, die Abstimmung ist ja noch nicht mal zur Hälfte vorbei. Ja, aber meinst du, das wird sich nochmal ändern? Ey, vielleicht habe ich die Abstimmung ein bisschen zu lang laufen lassen. Vielleicht. Sonst kommt der Chat wieder an. Spielt Quality, dann habt ihr mehr zum Ausprobieren. Ja, okay. Aber, ja, aber Quality ist so nix, du kannst eigentlich nix richtig gut. Ja, dann da würde ich lieber Dex Faith ausprobieren. Nee, genau, also da gibt auch Strength Faith. Mein Gott, Strength Faith. Also aber schwierig zu sagen. Aber, also Stärke und Dex ist meistens so ein... Ja, weiß ich nicht, die Quality-Waffen fand ich auch mal ganz geil, aber... Okay, Leute, macht euch bereit für die Wette. Es hat geklingelt. Peter, hast du dich gemutet? Nee, hab ich nicht. Kann man das? Achso, warte, ja, ich mach einfach aus. Okay.
Ich wollte nur wissen, ich weiß ja nicht, wer da jetzt an der Tür ist. Okay, Leute. Yes! Er lässt mich nicht im Stich. Es ist Bram! Bram ist da, Leute. Boah, stellt euch mal vor, was wäre eigentlich gewesen bei der Wette, wenn die gleichzeitig jetzt da unten stehen? Ist nicht passiert. Aber es ist Bram. Er ist da. Ich habe gewonnen. Ich habe mal eine Wette gewonnen. Danke, Bram. Bram kam sehr klatsch. Orlin hat sich gelohnt, ja, bei mir auch. Peter duzt den Pizzamann. Ja, stimmt. Das kann sein. Moment, Peter hat gesagt, Bram ist da. Ein Quatsch. Aber ich meine, es ist ganz passend, dass es gerade geklingelt hat. Dann konnte die Abstimmung wenigstens dementsprechend vernünftig durchlaufen. Und die Abstimmung hat 60 zu 40, das ist schon ordentlich, für Dex gestimmt. Zunächst einmal, was nicht, also in Faith würde ich glaube ich später trotzdem noch investieren ein bisschen. Aber was ist Dex? Dexterity, Geschicklichkeit. Str wäre Strength gewesen für Stärke. Und da der Chat für Dex gestimmt hat, müssen wir langsam mal anfangen, in Geschick zu investieren. Denn Waffen brauchen Stats, die wir nicht haben. Das war schon wieder weg? Ach so? Nee, ich dachte, der kommt irgendwie kurz. Hallo! Und dann geht er wieder. Oder so. Ah. Ja, 60-40 Dex. Ich habe den Punkt an meinen Dex gesteckt. Und unsere Dex-Waffe war hier der Flegel. Da brauchen wir aber 18 Geschick für. Aber wir haben uns jetzt festgelegt. Dann, irgendwann muss das mal losgehen, Leute. Ja. Dann müsstest du die PlayStation einmal ausmachen. Ach ja, Leute, ich wollte gerade sagen, muss ich dann bestimmt einmal speichern. Okay, Chat, dann machen wir jetzt einmal den Wechsel der PlayStation. So was habe ich auch noch nicht gehabt. Das Spiel ist auch schon runtergeladen, also keine Angst. Es ist nicht so, dass wir noch ewig warten müssen. PlayStation ausschalten. Okay, PS5 ist aus. Ja, noch nicht. Ja, ausschalten wird vorbereitet. Heißt das aus? Wie geht das mit dem Safe Stat? Was meinst du, was ist ein Safe? Ach so, mit dem. Warte mal. Knackst ich eigentlich bei dir auch? Hallo. Jetzt gerade höre ich dich nicht. Hallo. Ich habe manchmal das Gefühl, oder sind es die Kopfhörer? Warte mal, so. Naja. Vielleicht, also ich bin ja jetzt hier gerade mich strange am Bewegen. Das also Leute, wie das funktioniert, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe noch nie das von der Konsole übernommen, aber wir alle kennen ja die Cloud. Ich hoffe mal, das ist jetzt schon direkt in der Cloud. Gehe ich nämlich auch mal vor. Oh, hätte man das nicht erst hochladen müssen? Das, oh Gott. Starte die nochmal, bevor ich die jetzt umstecke. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du dann umsteckst, dann ist da nicht drin. Mach mal sicher, jetzt haben wir mal. Nein, du knackst ab und an. Aha. Oder habe ich jetzt gerade hier die Kühe scheu gemacht? Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Knacken ist, von wegen, ich komme irgendwo dran. Ich habe. Hallo, hallo, hi. Hallo. Soll ich so gleich meine Pizza essen? Okay, Cloud-Speicher ist synchron. Okay. Let's do that again. Jetzt ist die Pizza. Holy shit. Ja. Hatte ich die eigentlich bezahlt?
Hattest du PayPal ausgewählt? Ich habe das genommen, was standardmäßig ausgewählt war. Ja, wo ist meine Geldbörse? Ich kann dir sonst auch Bargeld geben, falls nötig. Ich weiß nicht, wo mein Portemonnaie ist. Wo ist denn hier? Ah, da. Hallo? Ich komm ein Stück runter. Wo ist meine Jacke? Da ist mein Geldbeutel. Peter, ich glaube, ich bin noch nicht... Achso, ich kann mich einfach ausmachen. Brauchst du noch Bargeld? Nö, nee, habe ich. Okay. Was gibt bei dir so ein... keine Ahnung, 5 Euro? Habe ich. Oh. Ich habe Sachen runtergeworfen. Das war nicht Teil des Plans. Upsala. So. Stromkabel wechseln. Okay. Meine Piss wegtun, das kaputte Ding. So. Danke, danke schön. Danke. Okay. Wieso macht Brams Konsole kein Piep? Hat sie mich nicht lieb? Ach, schon besser. Puh. Jo. Also er ging gesprintet, ey. Gesprintet? Ich spiele aber schon ordentlich. So. Besteck. Du brauchst noch Messer und Gabel, oder? Oder soll ich mal gucken, ob die Pizzaschneider haben? Ja. Pizzaschneider klingt vernünftig. Okay, wieso haben wir kein Signal? What the fuck ist das für eine Küche? Ah, die Schelme. Die Schelme. Okay, die Konsole hat Probleme. Das sieht aus wie Stein, aber ist eigentlich Holz. Ah. Oh, sieht geil aus. Deine PS5 wurde nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet, sagt sie. Welche? Was hast du denn da gemacht? Deine oder Brams? Nee, Brams. Ja, der hat eilig gehabt. Okay. There is no Pizzaschneider. Okay, dann. Oder ich guck mal. It is what it is. Das ist die Spülmaschine. Okay, Chat, wir müssen jetzt hier gerade noch. Ich muss mich jetzt natürlich einloggen. Mist, wir hätten mal so was wie Wasser mitbestellen sollen, oder? Das wäre auch smart gewesen. Das wäre echt smart gewesen, weil wir haben nämlich keins. Ja, ich habe mir ein paar Sprudelflaschen von zu Hause mitgenommen. Aber die werden auch nicht ewig halten. Ja, Berlin kann man doch bestimmt noch Leitungswasser trinken, oder? In Wien kannst konnte man tatsächlich. Dann ist das nicht so problematisch. Dann halt Bier. Genau.
Das ist nicht die alternative Chat. Also ich muss sagen, es ist zum ersten Eindruck von Elden Ring. Es macht irre Spaß. Mal gucken, ob die Abstürze wirklich an der Konsole lagen. Jetzt können wir es wirklich mal testen. Safe. Denn jetzt haben wir eine zweite PlayStation hier. Was man halt so macht, wa? Weil gut, dass Bram hier auch in Berlin wohnt. Der hätte mal meine mitnehmen sollen. Dann muss ich die nicht nochmal, dann muss ich nicht beide runterschleppen. Aber wo soll er die denn hin tun? Ja, im Auto liegen lassen, bis wir fertig sind. Streamt ihr Samstag auch bis in die Nacht? Ja. Ist Elden Ring ab 0 Uhr open für alle? Soweit ich das verstanden habe, schon. Wenn du auf den Steam Release. Wobei, releasen die um 0 Uhr? Ja, ne? Ja, würde ich sagen. Wobei, safe bin ich mir nicht. So, Verbindung mit dem Access Point. Ja, da muss ich mich erst noch einloggen. Installieren nicht möglich. Elden Ring installieren nicht möglich, okay. Ist nicht genug Festplattenspeicher. Wobei, welche Spiele hat Bram auf der PlayStation installiert? Das würde mich mal interessieren. Mhm. Im Steam Store steht weniger als eine Stunde. Ja, guck mal, 0 Uhr. Was denn jetzt? Mich einfacher anmelden. What the shit? Das geht. Das ist ja geil. Das kenn ich gar nicht. Ich glaube, ich habe mich aber auch noch nie von meiner PlayStation abgemeldet. Das bin ich. Ja, das ist ja nice. Möchtest du... Nee, das ist mir egal. Das ist ja nicht meine Haupt-PS5. Hallo? Gehen Sie raus aus dem Store, bitte. Was mit der Pizza? Ja, erstmal essen wir jetzt Salad. Pizza fehlt. Aber ich dachte mir, während Peter hier noch am Einstellen ist, gucke ich mal, was ihr so für kannst gerne schon anfangen. Nöte und Sorgen so habt. Trinken bestellen bei Lieferservice Flink, Alter. Du kannst ja nicht dein ganzes Leben im Internet bestellen. Das ist so völlig weird hier in Berlin, ne? Aber ja, wahrscheinlich wäre die Idee nicht so. Ich weiß nicht, ob Flink bis hierhin liefert, ehrlich gesagt. Mhm. Also wenn wir so weit draußen sind, wir sind noch mitten in Berlin. Ja, mitten in Berlin ist so eine Ansage. Okay. Chat, alles gut, wir kriegen das hin. Peter needs to come his beard. Scheiße, ich habe meinen Kamm gar nicht dabei. Oh. Das ist echt übel. Wo kann ich denn jetzt nochmal meine Cloud-Daten gucken? Fuck, Alter. Alter. Sagt Adresse übrigens was vorbei. Nee, nee. Okay, der Moment ist gekommen. In Konsolenspeicher herunterladen. Da steht Warte bitte. Ja. Ich hoffe, da kommt jetzt eine Auflistung von dem, was man alles runterladen. Ach du Scheiße. Da ist Elden Ring. Nice. 34 MB. Das dürfte schnell gehen. Warte. Wenn du die gespeicherten Daten manuell runterlädst, wird die automatische Synchronisation gespeicherter Daten für dieses Spiel deaktiviert. Warum? Oh, könntest du es einfach starten? Ich probier das mal. Warum habe ich da gerade so weirde Typen angeguckt? War das eine Serie? Hey, das war Brams Hintergrund. Die waren auch nackt alle. Morgen muss der Barber rüberkommen. Nee. Nur zum Campen. Gucken wir mal. Hören die den Sound? Was? Ja, also wir sind im Menü angekommen. Mal gucken, was passiert.
Gerade Anmeldung beim Spieleserver, Datenempfang, neues Spielempfang. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Also musst du doch runterladen. Der Installationsfortschritt ist auch erst bei 75%. Oh. Das heißt, der installiert das Spiel noch. Okay, mit Control Center, Motherfucker. Dann. Auf Update überprüfen. Oh, man ist halt den Patch noch nicht runtergeladen. Oh lol, wenn er das noch nicht fertig installiert hat, hat er den Patch noch nicht geladen. Harold, ich habe Sorge, dass das Ding... Das wurde ja nicht korrekt beendet. Oh, das meinst du, der hat bei der Installation einfach Kabel raus abgehangen? Ja, weiß ich nicht. Das kann die PlayStation. Aber wenn ich den Synchronisationsstatus überprüfen will... Ja, das geht ja auch nicht, weil das noch nicht richtig installiert ist, Peter. Spiel schließen. Ja, mach das mal besser. Oh, jetzt kommen wir hier aber. Deine gespeicherten Daten konnten aufgrund eines Konflikts nicht synchronisiert werden. Deine gespeicherten. Okay, ja. Was ist denn der Konflikt? Okay, warte mal. Das sind jetzt ganz kritische Sachen, wo du dir alles überschreiben kannst. Aber der Abend ist ja noch jung. Chat, vielleicht fangen wir doch an, mit euch zu spielen. Gespeicherte Daten aus. Also nochmal. Cloud-Speicher ist korrekt. Fortfahren. Gespeicherte Daten werden synchronisiert. Drei, zwei, eins. Gelöscht. Und wir müssen von vorne anfangen. Aber ist denn jetzt die Installation plötzlich fertig? Ja, wir konnten ja gerade schon ein neues Spiel drücken. Vielleicht installiert er im Hintergrund weiter, weißt du? I don't know. Okay. I don't know. Wir werden gucken. Ich weiß auch nicht. Wir werden sehen. Hier öffnen. Komm, Elden Ring, sei cool. Sei coolig. War echt schon pervers, muss ich sagen. Weiter. Spielinstallation unvollständig. Unvollständig. Profil alles klar, Chat. Aber da steht weiter. Ja, aber. Ja, das bedeutet, du musst einfach nur die Installation müssen wir jetzt warten, bis die fertig ist und dann ist alles gut. Da seht ihr den Installationsfortschritt. Oben links, Chat. Oben rechts. Oben rechts ist der Installationsfortschritt. So lange müssen wir jetzt noch warten. Pizza fehlt 3.0. Oh scheiße, die Mucke ist aber echt ein bisschen krass, ey. Ja. Ja, das Problem ist, Leute, Pizza fehlt ist jetzt schon outdated. Also egal in welcher Version, war Pizza da. Machen wir die geile Mucke mal ein bisschen in leise. Und jetzt, Cam Groß will das Essen sehen, aber dann siehst du den Installationsfortschritt ja nicht mehr. Ah, doch, warte mal. Das könnten wir sogar theoretisch machen. Mir fällt gerade ein, wenn ich das Mikro so nah an meinem Mund habe. Hört ihr das sehr krass? Nee, ne? So. Nice. Wait. Was denn? Das ist der Salat. Mhm. Achso, du hast noch Pizzabrötchen quasi. Klar. Na klar. Jetzt weiß ich aber nicht, was hier was ist. Ach, da ist noch eine Margarita. Was? Das ist Diabolo. Wer weißt du das? Weil Diabolo angekreuzt. Oh, ich habe Margarita gelesen. Oh. Und die ist aber kleiner, als ich dachte. Der Chat hat gesagt, die ist klein, deswegen. Achso, da habe ich natürlich mal wieder so gar nicht aufgepasst. Oh, die riecht schon deswegen scharf. Deswegen haben wir ja Pizzabrötchen. Gut aussehen tut sie. Ich schneide jetzt meine Pizza auf Christians Pizza. %79. Bei wie viel hat er angefangen? Bei 75. Da hat der Chat das zwar noch nicht gesehen, aber. Uff.
Ja, der muss halt noch hart abinstallieren. Dankeschön, Stredix. Ja, ist ein bisschen spät, um Abend zu essen eigentlich. Aber das macht nichts. Kann ich... Ja, Viertel in die Hand nehmen ist schon hart, wa? Wobei bei so einer kleinen Pizza... Na, aber Viertel sind schon hart. So klein finde ich die ehrlich gesagt gar nicht. Nee, so, also winzig ist sie nicht. Wenn ich selber eine Pizza machen würde, wäre die auch die Größe. Aber dann würde ich auch nicht eine davon essen wahrscheinlich. Ja, wobei mit Honey zusammen... Ja. Na, wir würden wahrscheinlich zu zweit dritt essen. Drei essen. Stimmt, die musste klappen. Boah, nee, klappen? Klappen ist schon ein bisschen perverso. Ja, so halb klappen, weißt du? So, ja. Achso, wenn du Viertel nimmst, ja, okay. Mhm. Guck mal, wir sind schon bei 80%. Alles super, Bramen. Bram sagte, er konnte nicht vorher installieren. Ach, alles gut. Weil er ist ab 0 Uhr verfügbar, weil der hatte ja nicht so ein Pre-Release-Ding. Mhm. Oder sein Account war nicht freigeschaltet oder wie auch immer. Ey, das ist doch super ausgekommen im Essen. Tatsächlich ist das jetzt ganz witziger Zufall. Aber sonst hätte ich einfach gegessen, während du spielst. Und wahrscheinlich umgekehrt. Wie lange wir heute streamen, das hängt davon ab, wie wann Peters Augen müde werden. Oho. Wahrscheinlich sind die da schon seit einer halben Stunde. Seit einer Stunde, würde ich sagen. Du Scheiße. Deswegen gönne ich mir jetzt gerade auch nochmal einen Red Bull. Ne, wir haben uns, also ich, unabhängig davon, hatte ich mir eigentlich schon gedacht, und wäre so eigentlich smart, jetzt nicht bis morgens um 4 zu machen, weil dann, wenn wir dann ins Bett gehen, dann machen wir vor 2, 3 Uhr mittags ja nicht weiter. Dann haben wir lieber früher auf und fangen wieder früher an. Zu viel Energie ist nicht gut, Peter. Ey, Pure zu viel, Twitch auch nicht. Ja, manchmal muss man sich gönnen. Chat, wie viel habe ich verpasst? Naja. Also wir haben zwei Charaktere angefangen. Es ist sehr häufig abgestürzt auf Peters Konsole. Peter meint, es liegt an seiner Konsole. Deswegen haben wir uns Brams Konsole bringen lassen. Da installiert das Spiel jetzt noch 19%. Und dann machen wir weiter. Also richtig weit haben wir, viel haben wir noch nicht geschafft. Mega viel haben wir noch nicht gespielt. Also wir haben einen Boss besiegt. Oder? Nur den Höhlen. Den Wolfshöhlen-Typ. Mhm. Boah. Ich dachte auch, mit Bettler zu starten wäre einfacher als es ist. Weil ich dachte, weißt du, du spielst Dark Souls, dann kannst du am ersten Leuchtfeuer irgendwie erstmal 7 Level steigen. Hier konnten wir uns nicht mal 1 leisten. Also, das war schon hart. Das stimmt. Da hatten dann die Artikel, die ich gelesen hatte, mit, ja, der ist eher für Fortgeschrittene schon mehr recht, als so, ich dachte. So, hattest du gelesen. Ja, aber du weißt ja, wie manchmal diese Artikel sind. Da steht dann so für Fortgeschrittene und dann denkst du so, haha. Ja, okay, wir sind ja fortgeschritten. Wir haben ja alle, genau, alle From Software-Spiele bis auf Sekiro durchgespielt. Also. Außer das Dark Souls 3 DLC. Da übertreiben die ja manchmal. Ja, da bin ich auch noch nicht ganz angekommen. Ich bin jetzt in das, wie hieß das? Picture gegangen. Hm. Ne, wie hieß das? Die Frostwelt. Wann kommt DLDU in dem Game? Ja, morgen, glaube ich. Echt jetzt? Nein, Alter. Ja, aber danke fürs Mitmachen. Also das wäre schon krass. Ich hätte schon gedacht, die machen irgendwas zum Release vielleicht. Ich glaube, jetzt musst du die Leute das Spiel erstmal kennenlernen lassen. Und dann kommt sowas wie DLDU später. Genau. No. Ich finde das auch so geil, dass wir jetzt halt dieses ganze Spiel vor uns haben und keine Ahnung davon haben. Mhm. Gut, wir kennen jetzt den Part, den wir gerade spielen noch, aber danach so komplett genau. Blind. Also mehr kenne ich jetzt auch nicht. Ja. Den einen Boss da oben kommt, kennst du noch? Ja, der hat mir ganz schön hart aufs Maul gegeben, da habe ich gesagt, auf Wiedersehen. Ja, den habe ich noch gemacht, aber der war richtig schwer.
Dafür, dass es der erste Boss eigentlich ist, ja. Weil alles andere ist ja erstmal optional. Schmeckt's euch? Danke der Nachfrage. Der Salat schmeckt echt lecker. Ja, schmeckt super. Vielen Dank. Also das Hühnchenfleisch ist sogar knusprig. Meins ist schön scharf. Ordentlich Käse drauf. Schwer, du hast die Geister alles machen lassen, Peter. Ja, okay, aber die 15 Versuche davor oder 20 oder 30 Versuche davor habe ich die Geister nicht gerufen. Und das war schwer. Ja. Da bin ich einmal auf die Idee gekommen, die scheiß Dinger zu rufen und dann war mega easy. Ja, aber das kann er auch nicht. So. Wie kann ich davon ausgehen, dass jeder mal die Wölfe ruft? Und das Geile ist. In dem Netzwerktest hatten wir ja auch noch einen. Da war der Charakter stärker als die, die man jetzt hat. Und wir haben einen schwächeren Charakter genommen, als man jetzt hat. Das ist korrekt. Das heißt, wir werden richtig aufs Maul kriegen. Ja. War gefährlich von uns jetzt auf geschickt zu gehen, weil mit Stärke hätten wir wenigstens unsere Keule gepusht. Ja, wir müssen nur noch 7 Level machen, dann können wir den ersten Geschick-Item benutzen. Wir müssen mal gucken. Ja, ich weiß auch nicht. Der Händler hatte, meine ich, keine Waffen mehr. Ja klar, also vom Gebiet her, weil gerade jemand schrieb, ihr könnt auch noch hier in dieses Toxic-Ding. Also da Wege haben wir noch genug. Nach Südosten sind wir ja noch gar nicht gegangen. Ja, fürs Toxic-Ding sind wir auch noch viel zu schlecht. Weiß ich nicht. Wissen tue ich da doch nicht. Kann natürlich sein, dass wir da trocken würden. Ich meine, da war ja nur ein Typ, der uns als Falle kaputt gefahren hat. Ja, aber die anderen waren auch da. Aber ja, hast recht. Hm. Vielleicht ist da unten geiler Scheiß, das kann natürlich sein. Die waren aber leichter als der Ritter in dieser Ruine. Ja, das stimmt. Ah, da können wir nochmal vorbeigehen. Dann können wir sogar hinbräuchen. Das finde ich ganz geil, muss ich sagen. Ich hoffe nur, dass dadurch nicht Flair verloren geht. Naja, aber Porten? Na gut, ist halt so wie in Dark Souls 3 aus dem Hub heraus. Ja, stimmt. Oder von Feuer zu Feuer so. Und alles immer laufen zu müssen, ist irgendwann auch nicht mehr geil. Ja, selbst wenn du ein geiles Pferd hast oder was auch immer das ist. Ja. Entschuldigung. Matteo tryhardet den Toxic-Weg gerade als Bettler. Ja, probieren wir sofort auch nochmal. Was heißt denn der tryhardet den? Ja, der gibt nicht auf. Ach so. Hätte ich jetzt gesagt. Dankeschön. Danke. Stimmt, wieso habe ich eigentlich die Kopfhörer auf? Kann ich echt mal eine Pause von machen. Dankeschön, Metrixos. Danke. Für die 5 Stufe 1 Subs, die du verschenkt hast. Matteo hat gerade aufgegeben. Oh. Hat Matteo denn auch eben erst angefangen oder so wie wir später zurückgekommen? Ja. Dankeschön, Stellaucelot, für das Verschenken von 10 Stufe 1 Subs. Was sagst du denn zur Schärfe deiner Pizza? Das ist gut. Ja? Mhm. Na, alle, die dazugekommen sind, doch, wir haben schon gespielt, aber noch nicht so viel. Aber jetzt neue PlayStation und wird gerade noch installiert. Die alte war zu abstürzerig. In der Tat. Normalerweise kann man spielen ab 0 Uhr mit der PlayStation 5, soweit ich weiß. In Deutschland. Wait, auch wenn du so eine Hardcopy-Version von deinem Kumpel aus dem Saturn gekauft hast? Achso, ne, dann wahrscheinlich schon vorher. Ich wollte gerade sagen.
Jeder hat Pizza Diabolo, ja. Ja. Ist das? Nee. PlayStation exklusives Elden Ring nicht. Der Steam Release ist auch gleich. Xbox gibt es auch, oder? Mhm. Dankeschön, Zell, auch zu laut. Ja, was ein Werdegang, ey. Demon's Souls war exklusiv für die PlayStation. Mittlerweile kannst du überall spielen. Ja. Dark Souls geht sogar auf der Switch. Das Einzige, was immer noch exklusiv ist, ist Bloodborne. Ja. Stimmt, das Demon's Souls Remake ist auch PlayStation-exklusiv. Ah, okay. Wobei, ja, Demon's Souls war ja auch schon exklusiv, aber das ist geil. Stimmt, Demon's Souls auch. Nicht nur das Remake, stimmt. Mit dem Landwirtschaftssimulator geht's weiter, wenn Elden Ring durch ist, würde ich sagen. Also für mich persönlich durch ist. Ja, das ist immer so das Problem, was man hat, ne? Wenn neue Spiele rauskommen und sich dann anfängt zu stauen. Mhm. Das ist ganz schlimm. Mit Lost Ark. Also 2027. Ja. Das hat auch echt Spaß gemacht mit den Streams. Aber jetzt hat Elden Ring natürlich erstmal so ein bisschen mehr mein Interesse für sich gewinnen können. Ich muss sagen, Installation dauert ganz schön lange. Ja, normalerweise lasse ich es halt immer entweder nachts machen oder bin dann woanders. Also so davor sitzen, relativ selten. Ah. Das heißt, müssen die Leute, die gleich ab 0 Uhr freigeschaltet werden, auch nochmal installieren? Ja, du konntest es ja pre-downloaden wahrscheinlich, oder? Und dann lädst du nochmal so 3 MB und dann ist freigeschaltet. Ich meine, Bram hat ja auch pre-downloadet. Das ist jetzt nur noch die Installation. Roomtour können wir gar nicht machen. Wobei ich aber trotzdem schon sagen muss, Alter, dein Kamerakabel ist ganz schön lang. Krass. Ist das die, die du auch zum Stream benutzt? Das ist meine Facecam. Oh. Ja, darf ich mal dann. Ja. Pizza Time. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, Preload war schon. Ja, wie gesagt, Bram hat das vorhin auch alles noch runtergeladen. Aber irgendwie dauert die Installation an. Was ist das denn? Wieso kann ich hier so Löcher reinmachen? Ich glaube, das wäre viel schneller, wenn du aus dem Spiel rausgehen würdest. Meinst du? Kann ich den Installationsfortschritt denn noch irgendwo anders nachgucken? Unter Downloads? Also da, nee, Mitteilung, vielleicht. Ah, dann unter Downloads. Was war da? Stand nur 11 Minuten. Ja, guck mal, da hat man noch zumindest mal eine Zeit. Aber lang. Ich bin so dumm, diesen Pizzakarton aufzumachen. Was habe ich denn jetzt hier für komische runde Dinger in der Hand? Oh. Alter. Soße Hollandaise, Spinat, Bacon und weiß ich nicht. Ups. Okay. Wie kann ich das jetzt einbauen, dass ihr das sehen könnt? Was denn?
damit die den Fortschritt sehen können. Ist das nicht einfach das PlayStation-Fenster? Ich hatte ja unsere Facecam drüber gemacht. Ah, ja, das sieht doch super aus. Der lädt auch noch Dreams runter. Sollte man das vielleicht mal stoppen? Ach nee, das ist... Nee, ich glaube, das wartet einfach nur. Returnal noch updaten. Returnal ist so gut. Muss einmal vor dich herlaufen. Das ist aber geil, dass der Returnal installiert. Dann habe ich irgendwas zu tun, sollte Peter irgendwie... Für dich zu früh schlapp machen, oder so. Ich spiele Returnal. Du hast mega Essen bestellt. Ja. Ich hab Hunger. Also jetzt geht so langsam, aber. Ist das eine gute Soße oder nicht? Ja. Jum. Wird das ein 24er? Meinst du ein 24-Stunden-Stream? Nein. Aha. Erstmal wieder die Füße hochlehnen. Wir werden schlafen gehen. Ja, wir wollen ja ein bisschen länger durchhalten als nur 24 Stunden. Also, insgesamt. Genau, insgesamt. Nicht am Stück. Genau. Peter hat nichts bestätigt. Wo könnte man jetzt weitergehen? Also, durch dieses Tor zu gehen, wird schon echt haarig, muss ich sagen. Ich glaube, da sollten wir vorher noch ein bisschen die Umgebung erkunden. Wir könnten auch versuchen, diese eine Höhle zu machen, in der du ganz am Anfang warst. Oder meinst du, die haben uns doch gewonnen-hittet. Haben die uns gewonnen-hittet? Ich meine, wir haben jetzt ein... Also, ich würde sagen, wir haben Toxic, also Poison Area. Oder stimmt, die haben wir ja auch noch. Den Pfad weitergehen Richtung Südosten. Also da, wo der Ritter, der Reiter war, da kann man ja auch noch komplett weiter. Ja, den kenne ich auch gar nicht aus dem Dingens. Ihr braucht Rüstung, ja, das auch. Das ist halt der Nachteil, wenn man wirklich gar nichts hat. Keine Stat, keine vernünftigen Schilde, keine Ausrüstung. Aber dafür hast du deine Punkte nicht umsonst investiert. In Sorcery. Falls man sich fragt, warum wir so einen Quatsch überhaupt machen. Ja. Der goldene Ritter, ja. Sich jetzt mit dem anzulegen, ist wahrscheinlich auch nicht gerade das Smarteste. Nee. Können die nicht schon starten? Da steht nötige Daten abgeschlossen. Leider nein. Damit können wir jetzt theoretisch ein neues Spiel starten. Aber nicht unseren Charakter weiterspielen. Kann mich nicht entscheiden. Vagabund oder Astro-Dingens? Astro-Dingens? Also du meinst entweder Nahkämpfer oder Sorcerer? Naja, ich hatte irgendwo gelesen, Sorcery soll wieder ein bisschen mehr Fokus kriegen, nachdem das auch so ein Ding war, was lange nicht stark ist im Spiel. Also ab einem gewissen Punkt bist du halt richtig krank, aber bis du da bist, musst du ein bisschen jonglieren. Ob das bei Elden Ring auch so ist, keine Ahnung. Tristan schreibt, ich mach Bettler. Ja, das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Habt ihr den Hero genommen, das ist nicht so nice? Okay, das ist doch ein Stärkecharakter, oder? Ja, war, meine ich, ein Stärkecharakter. Also ich meine, die hat doch super irgendwie 16 Stärke oder sowas. Und recht viel Leben. Also. Alter, 16 Stärke, ich bin so neidisch. Könnten wir das geile Schwert benutzen, das würde richtig reinficken. Das Einzige, was ich halt, wo ich gesagt habe, den will ich nicht spielen, ist der Samurai. Weil? Dann kann ich auch Sekiro spielen. Ja, okay. Kein Oettinger, Peter. Nee, ich hatte ganz am Anfang des Streams schon mal gesagt, Alkohol macht mich zu müde und meine Reflexe zu schlecht dafür, dass wir Elden Ring spielen wollen und nicht Trash-Talken wollen.
Es sei denn, wir würden heute bowlen oder kegeln. Dann muss man natürlich das ein oder andere mal trinken. Ja, das wäre was anderes. Das geht besser. Ja. Oh, mach mal. Haben wir hier eine Terrasse? Ja, tatsächlich haben wir eine. Als ob. Mhm. Der die ist ein bisschen schwierig zu öffnen. Ich will nicht unbedingt öffnen, aber hier sind so... Ich will wissen, ob der draußen... Weil hier sind so viele Lichtschalter. Ich will wissen, ob die draußen Licht... Pass auf, ich mach mal kurz ein bisschen hier. Ja, mach mal ein bisschen Action. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt wird's dunkel. Ah, das ist so ein Fade einfach. Den kannst du an- oder ausmachen, aber ja. Der ist nicht bam an, sondern... Okay. Was ist jetzt passiert? Nix. Da. Draußen ist Licht. Dann kann man mal raus. Lol, das ist ja sogar überdacht. Ja, das ist echt nice. What the shit? Haben die da einen Grill? Da einen Grill habe ich nicht gesehen. Ich werde da vielleicht irgendwann mal gucken gehen, ob die da einen Grill haben. Weil sonst kann einer zocken, einer will. Ja, okay. Kann man Fleisch holen. Okay, das ist echt cool. Muss ich sagen. Abgedunkelt ist viel besser. Sollen wir lieber weniger Licht machen, Chat? Aber das sah im Vollbild von der Lichtverhältnis immer ganz gut aus, fand ich. Gesimt sah irgendwie besser aus bei mir. War echt voll angenehm mit weniger Licht. Okay, guck mal. Also kurz. Tatsächlich am liebsten wäre mir, wenn du das Licht da hinten ausmachst, Christian, weil das spiegelt sich im Fernseher. Also noch wichtiger als das, was du jetzt ausmachst. Das habe ich gerade gedrückt. Nee, das da hinten, was sich spiegelt im Fernseher. Das habe ich ausgemacht. Hä? Ach so, das sind mehrere Lichter, die sich im Fernseher spiegeln. Entschuldigung. Okay, pass auf, der Chat meinte, wäre das hier. Ja, das ist mir egal. Nee, das ist zu dunkel im Bild. Guck da mal. Da finde ich zu dunkel. Okay. Aber du meinst die Küche. Ja, dann meine ich die Küche. Ja, das ist sowieso ganz gut. Dann kann ich mir mal eben hier ein vernünftiges Messer nehmen und meine Pizza schneiden. Pizza. Scheiße, wo waren denn... Wie kann man nur 73 Millionen bleiben? Die meisten schreiben, sie fanden es dunkler besser. Was denn? Ja, egal. Naja, ich meine, du wirst für alle Positionen immer Leute finden, ne? Also. Hast du recht. Okay, das Messer hier ist. Das Messer? Ja. Oder die Pizza? Bevor Peter einpennt. Smarter Boy. Gute scharfe Messer darf man in die Spülmaschine tun, ne? 44 Sekunden noch. 44 Sekunden noch. So. Wo ist denn... Meinst du eigentlich, wir können irgendwo mal ein Fenster aufmachen, wenn man von draußen hier reinkommt, ist die Luft eher so... Ja, die ist nicht so geil. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir den Nachbarn hart auf den Sack gehen, wenn wir hier rumschreien. Also vielleicht sollten wir mal durchlüften, aber in der Zeit nicht so rumschreien. Hast du mich gehört? Achso, die Fenster in deinem Schlafzimmer, die sind ein bisschen kompliziert aufzumachen. Ja, schon offen. Okay. Da waren nämlich auch Fenster, die sind nur mit einer Fernbedienung zu öffnen. Oh. Naja, ihr hört die quietschenden Fenster. Chris Sound ist... Ja, das war die Tür. Ja, ich höre Chris gut. Alter, geht er noch heller. Ja, jetzt spiegelt sich bei mir kein Licht mehr im Fernseher und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das kann ja nicht, ich habe noch kein Licht hier ausgemacht. Ne, warte mal, jetzt sehe ich wieder Licht. Ja, aber hat sich noch nichts geändert. Nee, okay, dann habe ich das gerade nur... Ich sag dir sofort, wenn die Lampen aus sind, sag ich dir Bescheid. Nee, das war falsch. Da... Super. Ja. Ja! Aber da ist noch ein Licht. Irgendein Licht sehe ich noch. Da. Das ist teuflisch. Na gut, wenn natürlich jetzt dunkler wird, fällt dann auch umso mehr auf. Du bist so ein Dimmlicht. Wieso gehst du nicht? So, jetzt ist hier hinten kein Licht mehr. Oh, guck mal, das hat komplett funktioniert. Ah, ich bin entzückt.